Was geht ab, meine Z-Fighter, Ozer hier. Und heute schauen wir uns an, wie ihr das richtige Team in Dragon Ball Legend baut. Aber außen vorweg sage ich schon mal, ich werde nicht darauf eingehen, welche die besten Teams momentan sind, denn das wird sich in der Zukunft ändern von Meta zu Meta, wenn neue Charaktere kommen, etc. etc. Deswegen werden wir darauf achten, auf die Basics, auf das Grundgerüst, worauf man denn in Bezug nehmen sollte, worauf man achten sollte, wenn es darum geht, wie man sein Team in Dragon Ball Legends baut. Nun, wenn wir mit den Basics anfangen, dann wissen wir, jeder Charakter hat auf jeden Fall hier erstmal eine Rarität, eine Seltenheit. Wir haben ganz klar Sparking Units, das ist die höchste Rarität, dann haben wir Extreme Charaktere und Heroes. An sich ist jeder Charakter wirklich gut, man kann jeden Charakter aufbauen, jeden Charakter gut machen. Wobei sich die Charaktere dann unterschiedlich bzw. unterscheiden ist, natürlich in Bezug auf ihre Rarität, dass Sparking Units beispielsweise bessere Sets haben als Extreme Units, als Heroes, aber wie schon gesagt, in Dragon Ball Legends ist das Game so, dass man wirklich jeden Charakter aufbauen kann und jeden Charakter kann man gut machen. Also es gibt da im Prinzip keinen schlechten Charakter, vorsichtig ausgedrückt, nur die Message dahinter ist natürlich ganz klar, Sparking Units haben die höheren Sets, aber auch die anderen Charaktere kann man auf jeden Fall aufbauen. Dann gibt es natürlich Elemente, ja, jeder Charakter hat ein Element, wir wissen, wie das Ganze läuft, beispielsweise Piccolo ist hier von Element Grün und wir können ein Diagramm entnehmen, beispielsweise Typen Nachteil, Typen Vorteil. Grün wäre in dem Fall effektiv gegen Blau, aber hätte den Typen Nachteil gegen Lila und so weiter und so fort. Das Ganze kennen wir ja. Genau, dann haben wir beispielsweise noch Charaktere, die verschiedene Typen haben. Piccolo an der Stelle ist beispielsweise ein Verteidigungstyp. Vegeta wäre hier ein Fernangriffstyp. Ein Schlagangriffstyp wäre hier Pycorn. Unterstützertyp gibt es hier an der Stelle auch noch beispielsweise mit Pan. Wie unterscheiden sich Charaktere? Das ist quasi ihr spezieller eigener Typus, ihr Stil, sage ich mal. Piccolo ganz klar ist dann hier an der Stelle natürlich ein Tank, ja, Verteidiger, Verteidigungstyp. Vegeta wäre einer, wir haben gesehen, Fernangriffstyp, der ist spezialisiert auf Fernangriffe, auf Keyblast, Spezialattacken etc. Und Schlagangriffstyp ist quasi dann Pycorn, der setzt dann quasi auf physische Schläge. Und Supporter ist dann quasi Pan als Unterstützertyp. Aber in Dragon Ball Legends ist das ja so. Wir sammeln hier Siegkräfte eines Charakters, auch wenn wir sie beschwören. Wenn wir 100 Siegkräfte eines Charakters haben, dann haben wir ihn. Dann können wir ihn mit ihm spielen in den Kämpfen beispielsweise. Darüber hinaus kann man aber weitere Siegkräfte eines Charakters sammeln. Was bringt denn das? Wir sehen hier zum Beispiel, Pycorn hat hier 600 Siegkräfte. Und wenn ich von ihm weitere Siegkräfte sammle, von ihm entweder erfarme oder ihn summon, dann bekommen weitere Siegkräfte von ihm. Wenn wir dann eine bestimmte Anzahl an Siegkräften erreicht haben, erhöhen wir quasi seine Grenzen. Ja, es kommt zu einer Grenzüberschreitung, ich nenne es gerne Limit Break. Dann wird der Charakter immer stärker und stärker, wir werten den Charakter auf. Ab einem bestimmten Zeitpunkt, wenn wir da bestimmte Siegkräfte gesammelt haben, der nächste Zeitpunkt wäre bei ihm jetzt 700, dann tun wir ihn sein Limit Break und tun die Karte aufwerten, er bekommt bessere Sets etc. etc. Zu vergleichen ist das wie beispielsweise in Clash Royale. Diejenigen, die Clash Royale spielen, kennen das ganze Prinzip wahrscheinlich. Wenn da von Einheiten Karten immer zieht, dann könnten sie ab einem bestimmten Zeitpunkt aufwerten, aufleveln. Das ist so der Gedanke dahinter. Genau. Dann hat ein Charakter noch ein Level. Wir sehen, Pycorn ist hier Level 300 von 300, aber man kann den Level des Charakters noch höher bringen, indem man den Charakter Seelen boostet, einen Seelenboost vollzieht. Wenn ihr einmal draufklickt, beispielsweise euren Charakter wählt, bei Vegeta habe ich das getan, dann könnt ihr einmal auf Bestätigen drücken und dann sehen wir zum Beispiel bei der Klasse 1, heißt Novize, da habe ich bei ihm einen Klassenaufstieg vollbracht. Wie habe ich das gemacht? Ich musste 10 Boost-Tafeln freischalten. Diese Boost-Tafeln schaltet ihr frei, indem ihr die Seelenfragmente sammelt. Beispielsweise, wenn ich hier anklicke, wenn ich das jetzt, beziehungsweise hier die Schlagverteilung aktivieren will, dann brauche ich hier 5 Stück von diesen Seelenfragmenten. Klicke einmal auf OK und dann aktiviert sich das Ganze. Wenn ihr 10 Boost-Tafeln, ups, da stehen die Details dann dran. Wenn ihr 10 Boost-Tafeln eines Charakters hier freigeschaltet habt, dann könnt ihr sein, auf den Klassenaufstieg klicken und dann quasi steigt seine Klasse. Dann kann man ihn auf ein höheres Level bringen und so weiter und so fort. Man kann im Charakter immer mehrmals Klassen aufsteigen, heißt sein Level erhöhen. Max-Level momentan ist, wenn mich alles täuscht, 1000. Genau. So, in dem Fall haben wir jetzt beispielsweise das abgeklärt, wenn wir uns die Charaktere noch näher betrachten. Dann, was gibt es denn noch zu den Charakteren zu sagen? Und zwar, wenn wir auf Details klicken, kommt dann das Wichtige in Sachen Teambuilding. In Sachen, welchen Charakter nehme ich in ein Team mit. Natürlich, außen vorweg nimmt man die Charaktere mit, die bei einem am besten sind. Ja, eure besten Charaktere. Das zählt auf jeden Fall auch dazu, aber es gibt noch einen sehr, sehr wichtigen Aspekt, auf den kommen wir gleich drauf sprechen. Ich wollte nur noch mal die Basics hier ansprechen, damit ihr da von einer Basis ausgehen. Genau. So, heißt in dem Fall beispielsweise,
Wir haben hier natürlich von jedem Charakter die Statuskräfte, okay? Kampfkraft haben wir angesehen, dann haben wir die Lebensenergie, sein HP, sein Schlagangriff, wie viel Schaden macht er mit physischen Angriffen. Hier ist 11.000 bei Vegeta, wie viel mit Fernattacken, 16.000. Wie ist seine Schlagverteidigung, heißt seine Verteidigung gegen physische Angriffe, in dem Fall wären das 9.000. Wie ist seine Fernverteidigung, Verteidigung gegen Fernangriffe in dem Fall, 9.400. Sein kritischer Treffer, Ki-Regeneration, Ausrüstung, Plätze und so weiter und so fort. Bisschen zu vergleichen wie mit Pokémon. Bisschen, ja, nicht ganz 1 zu 1 nehmen. Pokémon hat ja auch HP, Angriff, Spezialangriff, Spezialverteidigung, Verteidigung, Initiative und so weiter und so fort. Von den Status her da quasi ein bisschen ähnlich zu vergleichen wie mit einmal Schlagangriff, ist in dem Fall Angriff beispielsweise, und Fernangriff ist beispielsweise Spezialangriff und andersrum mit der Verteidigung. Ja, also so in etwa, nicht 1 zu 1 natürlich, das sind andere Bezeichnungen, aber damit ihr dann Bezug habt und Vergleich habt. Vielleicht hilft das den einen oder anderen. Genau, dann haben wir erst von Episode 7. Zayn Saga, Geschlecht männlich, alles klar. Und diese Karten nimmt er in den Kampf mit. Beispielsweise, wenn ich Goku mitnehme, der würde mir zwei physisch Karten mitbringen. Wenn wir uns das Ganze hier betrachten, runterscrollen hier, dann nehmen wir durch ihn zwei physisch Karten mit in den Kampf. Genau. So, das Wichtigste ist dann zum einen in Bezug darauf, wie bei euch mein Team, die Charakterzugehörigkeit, die Tags. Welche Tags hat dieser Charakter? So, Goku beispielsweise hat den Tag Saiyajin, Super Saiyajin, Son Familie. Wenn ich dann Vergleich nennen dürfte, ist das ein bisschen ähnlich wie Kategorien, wie in Dokkan Battle, als Vergleich, ja. Wie gesagt, nicht 1 zu 1 nehmen, damit wir dann Vergleich haben. So, diese Tags spielen eine wichtige Rolle in Sachen Teambuilding. Welchen Charaktere nehme ich in mein Team? Denn wenn wir uns die Fähigkeit des Charakters ansehen, dann hat jeder Charakter eine Hauptfähigkeit, Siegfähigkeit und eine einzigartige Fähigkeit. Okay. Die Hauptfähigkeit ist quasi die Fähigkeit, auf die wir klicken im Kampf, auf sein Symbol, auf sein Profil, die ist dann aktiviert. Siegfähigkeit ist jetzt dementsprechend das Wichtige, das Kernelement, wenn es darum geht, wie baue ich mein Team, warum. Wenn wir mal die Siegfähigkeit von Kakarot hier lesen, dann steht da im Kampf, Basisschlagangriff von Saiyajin, von dem Tag Saiyajin, um 19% ab. Heißt, jeder Charakter, der diesen Tag Saiyajin hat, wenn ich das so sagen darf, der in der Kategorie des Saiyajin ist, bekommt 19% Basisschlagangriff durch Son Goku. Und ihr merkt jetzt schon beispielsweise, heißt in Sachen Teambau, achtet man darauf, dass so viele Charaktere wie möglich dieselben Tags teilen in Bezug auf ihre Siegfähigkeiten. Denn wir haben zwar, wenn ich kurz mal rüber switche, und zwar gehen wir hier einmal zu Charakter und dann unsere Gruppe, irgendeine random Gruppe. Wir haben 6 Charaktere, die wir mitnehmen können. Davon kämpfen 3 aktiv, die wählen wir dann, die wir in den Kampf nehmen. Und 3 sind sozusagen auf der Ersatzbank. Aber meine lieben Freunde, nur weil die 3, die auf der Ersatzbank sind, heißt das nicht, dass sie nicht am Kampfgeschehen teilnehmen. Nein, denn die Z-Abilities aller Charaktere im Team, also auch dann die der Ersatzbank, haben Einfluss darauf, auf das gesamte Team. Was meine ich damit? Beispielsweise, wenn ich hier mal ein Team bauen würde, aus einfach den besten Charakteren von dem Charakterpool, den ich momentan habe. Dann nehme ich auch einen Sparking Units rein und habe ich noch Charlotte mit reingenommen, okay? Das Team funktioniert an der Stelle. Ich will das Team nicht schlecht reden, das Team funktioniert auch, weil die Charaktere momentan individuell sehr stark sind. Ja, zum Beispiel Piccolo, Palkorn, Son Goku sind sehr, sehr gute Units. Die kann man mitnehmen, mit denen werde ich auf jeden Fall gedeckt sein. Aber in Sachen Synergie geht da mehr in Bezug auf Z-Ability. Beispiel. Und zwar, wir haben jetzt zum Beispiel Vegeta als Saiyajin. Seine Z-Ability, wenn wir uns das Ganze anschauen, seine Z-Fähigkeit ist, er gibt Basis-Fernangriff von Saiyajins 19% ab, okay? Dies bekommt mit ihm noch Son Goku, weil er ganz klar auch ein Saiyajin ist, wenn wir seine Tags anschauen. Moment, so. Er gehört auch hier, charakterzugehörig Saiyajin. Seine Z-Ability ist in dem Fall, er gibt dann Basis-Schlagverteidigung Saiyajin 19% ab. Heißt, Vegeta bekommt das auch, weil er ein Saiyajin ist. Und dieser Goku bekommt das ebenso, so wie Charlotte. Da sie alle den Tag Saiyajin haben, ja, da sie zu der Charakterzugehörigkeit Saiyajin angehören. Piccolo bekommt diese Z-Ability nicht. Warum? Denn er gehört nur zum Tag Erneuerung. Seine Z-Ability jedoch gibt beispielsweise Basisschlagverteidigung für Element Grün. Also seine Z-Ability, meine Team, wendet sich lediglich nur auf ihn selbst ab. Kein anderer bekommt seine Z-Ability, nur er selbst. Selbes gilt für Pycorn, er ist auch kein Saiyajin, sondern er gehört zu den Tags Kampf des Jenseits. Seine Z-Abilities an der Stelle, Max Basislebensenergie von Element Gelb, erhöht um 14%. Und in dem Fall betrifft das in diesem Team auch nur ihn. Ihr merkt schon,
Das ist, wenn ich das auf eine Basis gleichsetzen darf, wie, oder mit Dokumenten vergleichen darf, sind diese Z-Abilities und Tags zu vergleichen mit Leader Skill. Denn in Dokkan Battle bauen wir unser Team entsprechend unseres Leader Skills. In Legends bauen wir unser Team entsprechend unsere Z-Abilities der Charaktere und ihre Charakterzugehörigkeit. Heißt, ein besseres Team wäre zum Beispiel ein Team voll aus Saiyajins. Denn hier bekommt jeder die Z-Ability des anderen, weil jeder teilt quasi den Tag Saiyajin in diesem Team. Und darauf kommt es dann, Leute. Und nicht vergessen, ganz, ganz wichtig, im Kampf selbst wählen wir zwar drei aktive Charaktere, jedoch wird auch die Z-Ability der Charaktere auf der Bank auf die aktiven Kämpfer bzw. auf das ganze Team angewandt. Das zeige ich euch jetzt gleich. Und zwar, ich bin jetzt quasi jetzt vor einem Kampf und wenn ich auf Gruppendetails klicke, dann sehe ich, okay, Vegeta bekommt folgende Z-Fähigkeiten. Einmal von sich selbst, Basisangriff geht hoch für Saiyajin, weil er im Tag Saiyajin ist. Dann bekommt er von Son Goku die Z-Fähigkeit, von anderen Goku, von Raditz, von Nappa, von Charlotte. Weil alles Saiyajins sind, alle zum Tag Saiyajin gehören. Natürlich, Charaktere haben auch Ausrüstungen, die könnt ihr auch ausrüsten, aber das nimmt dann im Prinzip auch einen gewissen Faktor, wenn man sein Team baut, aber das fällt dann quasi in dem Bezug in Sachen, wenn ihr eure stärksten Charaktere nehmt. Dazu komme ich gleich drauf zu sprechen. Das Wichtige hierbei ist, sind wirklich die Z-Fähigkeiten. Ihr müsst darauf achten, dass die Charaktere, die Z-Fähigkeiten entsprechend in eurem Team vertreten sind durch die Tags, in der sie zugehören. Hier sind alle Saiyajins, alle haben den Tag Saiyajin, deswegen bekommt jeder den die Z-Fähigkeit von dem anderen. Wir haben gesehen, Vegeta bekommt alle. Son Goku bekommt auch alle, er ist auch von den Saiyajins. Son Goku in ihr Baseform genauso und so weiter und so fort. Raditz, ich denke, ihr versteht, was ich meine. So, als Vergleich jetzt zu meinem anderen Team haben wir jetzt nicht nur Saiyajins drin. Wir haben quasi da, ich habe die Charaktere genommen, die bei mir quasi am besten sind. Aber wir sehen jetzt schon, wenn wir auf Vegeta klicken, beziehungsweise wenn wir auf den Gruppendetails klicken, dann sehen wir, Vegeta bekommt nur an der Stelle seine eigene Z-Fähigkeit, Son Goku, die von Son Goku, die von Charlotte und nicht mehr die von Raditz und Nappa, beziehungsweise die von Piccolo oder Paikuan, weil ihre Z-Abilities nicht auf Vegeta sich ausüben, weil er zum einen kein grün Element-Charakter ist oder gelb Element-Charakter oder zu den Tags gehört. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, was ich hier auf jeden Fall beibringen wollte. Zusammengefasst kann man auf jeden Fall sagen, auf was müsst ihr achten bei einem Teambau. Natürlich schaut ihr erstmal her, ihr nehmt eure besten Charaktere mit, ihr guckt, welche Charakter ist quasi an der Stelle am besten bei euch, in Sachen Ausrüstung auch, ja, in Sachen Seelenboost, in Sachen Level, in Sachen Siegkraft, in Sachen Limit Break. Aber die Kernessenz ist dann das Kernelement in dem Teambuilding. Wenn es darum geht, welche Charaktere nehme ich in das Team, welche 6 Charaktere wähle ich aus, dann achtet ihr darauf, zu welchen Tags sie gehören, zu welcher Charakterzugehörigkeit und welche Z-Abilities haben. Denn die Z-Abilities tun sich dann entsprechende Tags ausüben, beziehungsweise anwenden. Und dann haben wir das quasi gesehen, im Saiyajin-Team bekommt dann jeder die Z-Ability von jedem anderen, weil alle zu einem Tag gehören. Und darauf freue ich mich auf jeden Fall in Zukunft des Games, dann werden wirklich sehr, sehr viele Tags hinzukommen, sehr viele Charakterzugehörigkeiten, je mehr Charaktere hinzukommen. Deswegen wollte ich auf jeden Fall darauf eingehen, auf das Teambau. Natürlich ist dieses Team, was wir hier sehen, nicht verkehrt, damit könnt ihr auch spielen. Aber in der Zukunft, stellt euch mal vor, jetzt bekommen wir weitere Saiyajins, weitere, wenn das ein Team wäre aus 6 Sparking Saiyajins, dann wäre das Team mit 6 Sparking Saiyajins besser als dieses Team aus 6 anderen Sparking Charakteren, die ihre Z-Abilities nicht miteinander teilen. Denn die anderen bekommen dann sehr, sehr gut, soliden Boost durch ihre Z-Abilities. Genau, meine Freunde, ich hoffe, das Ganze hat euch dementsprechend gefallen. Behaltet im Hinterkopf, nehmt nicht nur eure besten Charaktere, sondern achtet darauf, die Kernessenz des Teambauens in Dragon Ball Legends ist: Ihr schaut auf die Z-Abilities eurer Charaktere, ihren Tags und dementsprechend baut ihr euer Team. Denn, wie schon gesagt, auch die Charaktere auf der Ersatzbank zählen, denn auch ihre Z-Abilities werden auf das ganze Team angewandt. Zu vergleichen ist das wie mit dem Leader Skill in Dokkan Battle, ein einfacher Simpler-Vergleich. Wir bauen in Dokkan Battle unser Team entsprechendes Leader Skills. Hier bauen wir unser Team entsprechende Z-Abilities, schrägstrich der Tags der Charaktere. Dementsprechend, wenn ich das Ganze richtig rübergebracht habe und ihr das gut vernehmen konntet, es informativ für euch war, dann gebt dem Ganzen auf jeden Fall ein Like. Und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. I'm done. Next time you ain't won't be around.